So, jetzt gucken wir mal hier nochmal, was... Achso, hier könnten... Ja, da könnten wir noch ins drauf. Kampftonikas! Statische Entladung erhöht den Schadensbonus durch Forschungen. Mache deine Forschung effizienter mit dem Damage Research. Führe Analysen durch, wie sie... Hä? Okay. Wenn ich getroffen wäre für... Ich erhalte viel weniger Elektrohaut. Photograph Eye, ja, das sind ja hier diese ganzen Sachen, dass ich mehr... Wobei, das wäre ich vielleicht mal... Erhöht den Schadensboni durch Forschung. Okay, also von den Kampfslots sollte ich mir vielleicht doch noch welche holen. Clever Inventor. Ja, gut, okay, das brauche ich alles nicht. Das. Das. Ja. Und hier noch irgendwas anderes? Nö, eigentlich nie. Das heißt, ich bräuchte eigentlich, wenn dann Kampftoni. Slot für Kampftoni. Ja, achso, hier kann ich immer nur eins sowieso nehmen. Das ist ja doof. So, jetzt hole ich mir aber trotzdem erstmal das. Hallo? Ich will ja nochmal ein bisschen fotografieren. Hier noch so. Rosie, ich höre dich. Wo bist du denn? Hier in die Richtung müsste es richtig sein. So, wir haben hier zwei Foto. Forschungsbogen, erhöht das Schaden gegen Splicer generell. Aha. Und das war's jetzt, oder wie, oder was? So, aber wo geht's jetzt zu Rosie? Zum nächsten. Habe ich hier in den Zug eigentlich schon reingelunzt? Ich will hier noch ein bisschen fotografieren. Ich befolge alle seine Gebote. Forschung, wir sind keiner Aufstieg der maximalen Gesundheit und Eve. Bote, ich befolge alle seine Gebote. So. Los, komm schon. Ich werde dich mit meiner... Hey Rosie! Da kann der mir mal... Boah, was soll das denn? Ich wollte niemanden verletzen.
Ich ja sonst wo weit wieder hinten zum Mist. Und aber hier blinkt noch irgendwas im Wasser. Achso, nur ein Film. Oh, und nochmal eine Waffe. Verzeih mir, Vater! Ich werde dir gehorchen! Okay, da war die Forschung schon abgeschlossen bei diesem da. Das haben wir da ganz gut hingekriegt. So, jetzt müssen wir hier mal kurz. So bin ich gut. Ja, damit. Ja, tut mir leid, du musst aber jetzt so. Komm, streicheln. Ach nee, Quatsch, streicheln ist ja erlösen. So, jetzt werden wir dann aber hier erstmal eine Aufnahmepause machen. Eine kleine. Nachdem wir hier die noch uns einverleibt haben. Dann gucken wir nochmal schnell, was hier so gab. Immer wenn jemand... Ja. Immer wenn jemand irgendwas und leck mich. Brauche ich noch einen Plasmid-Slot? Nee, eigentlich nie, oder? Einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Denk nicht an deine eigenen Bedürfnisse, sagt er. Denk an deine Nächsten. So, ich stelle mich mal hier vor die Genbank, dass ich mir dran denke, dass ich da noch was machen will, wenn ich wieder aufnehmen will. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme, wenn wir dann Fontaine richtig Karate in den Bauch und so. Wir sehen uns. Tschüss. So, und weiter geht's. Hier vor der Genbank stand ich, wenn mich nicht alles täuscht, weil ich das Zeug wieder umtauschen wollte und ich wollte noch ein... Ah ja, Technik-Slot habe ich da noch. So, in den Technik-Slot... Ach Mann. Kann ich noch einen Test... Noch ein Technik-Slot geht nicht. So. Weil ich hier wieder was austauschen wollte... Technik-Slot. So. Was... Ach nee, Quatsch, so ein Blödsinn. Jetzt habe ich einen falschen genommen. Verdammt, ich wollte eigentlich einen Kampfslot. Und hier gibt es ja gar keinen mehr. Hier liegt noch was. MG-Munition habe ich schon zu viele. U-Invent, jetzt bräuchten wir rein theoretisch noch viel weniger, aber wir, was brauchen wir? Messinghüllen und Batterien. Naja, gut, okay. Gut. Thank you.
Wir haben schon alle Little Sisters, die zwei, die es hier gibt, platt gemacht. Und wir sollen ja jetzt eigentlich nur noch... Hello, Rosie! Little Rosie. Ja. Entschuldigung, ich muss mich hier kurz auf Schafott. Oh, Schwein gehabt. Das hat sie so gewertet, dass sie selber da... Rosi haben fast immer seltene Materialien für Erfindungen dabei sich. Das war's. Mehr nicht. Jetzt mal ernsthaft. Nee, mit der lege ich mich nie an. Was hast du, Mary? Du siehst aus, als hättest du gerade eine schreckliche Nachricht erhalten. Die Todesstrafe. Rapture? Wenn ich das gewusst... Stell dir vor, die Sowjets finden heraus, dass es unsere wunderbar... Was hatte ich denn hier vorher? Was hatte ich hier vorher drin? Statische Entladung. Wenn du getroffen wirst, gibst du einen elektrischen Schlag ab und fügst jeden in der Nähe Schaden zu. Rhein Industrie und das Elektro... Wenn du getroffen wirst, bremst ihre Einladungen an. Nicht schnell. Okay. Ja Gott, nee, da können wir eigentlich das Fotoding dran lassen erstmal, weil, was soll es? Und jetzt gehen wir mal. Ja, du kannst da dagegen tun, wie du willst. Da wird keine weitere rauskommen. Jetzt gehen wir wieder mit der Tauchglocke gen, Fontaine. Hä? Nein! Nein! Ich habe kein ionisches Schrot mehr! So Mist! Alarm aus! Hä? Der ist alle, oder was? Huch, wo kamen die her? Sehr interessant. Und hier ist noch eine Kiste. Ist der Typ, der das Ding gesteuert hat? Oder? Ich hätte echt gedacht, hier wäre ich vorhin schon mal lang gekommen. Dem ist ja... Oh, Erinnerungen, die nicht meine sind. Schauen wir mal, was hier was... Ach so, da ist nur ein Fahrstuhl. Hä? Aber warum... Ah, hier. Du glaubst, Ryan würde sich um dich kümmern, wenn du am Boden liegst? Falsch! Fontaine! Fontaine ist der Mann, der dir beisteht! Einer ganzen Armee. Ryan